Willkommen zurück bei Daisy Overpoch mit den üblichen. Hallo. Und wir fliegen jetzt endlich zum Freeload. Ja, endlich, ja. Wer war schuld, dass wir nochmal drehen mussten? Du? Ja, Kollege Waralor, der meint, er müsse hier Tasten drücken, während man gefährlich rumfliegt. Ja, da ist einem auch langweilig, wenn man die ganze Zeit nur... Ja, guck doch ein bisschen raus, ist doch eine schöne Gegend. Jetzt schon fliegen darf jetzt. Ich bin jetzt schon eine Viertelstunde lang im Heli. Ich hätte eine reine Flugfolge, das ich stimmt. Nichts gesteuert. Nee, das stimmt so ja gar nicht. Du bist ja mal zwischenzeitlich noch ganz kurz hast du mal aus dem Heli rausgeschaut, sozusagen. Hast du gesagt. Aber ziemlich im freien Fall. Eben. Dann ist mir geflogen wie ein Stein. Das hätte ich gern gesehen in der, so dass ich meine Person sehe, ne? Ich war in der Ego-Perspektive. Er klettert aus. Das hätte ich gerne gesehen, wie er kurz draußen am Heli hängt und wieder reingeht. Ja. Wo er denkt, oh scheiße, doch ein bisschen hoch. Ja, das ist nochmal anders überlegt, ja. Ja, ich habe keinen Fallschirm, weißt du, sonst hätte ich ja einfach... Ja, ich habe auch keinen. Und er sagt, Fallschirm öffnen, hallo? Er klatscht schon auf, Fallschirm öffnet. Ja, das müsste eigentlich rein. Ja gut, dafür musst du einen Fallschirm dabei haben. Das ist ein bisschen das Problem. Wenn du keinen hast, dann geht's nicht. Waralor, guck mal her. Mir ist langweilig. Komm, wir spielen nicht ins Spiel. Ja, genau. Wer drückt zuerst die Captain Seats Taste? Guck nicht beschämt nach unten. Dann guck ich ja nach oben. Oh, das ist auch ein Fenster. Komm, mach ich Headbang? Guck mal. Nein, nur ganz langsam, du bist wahrscheinlich zu schnell. Schlimmer wie mit zwei Kindern, okay. Echt? Da ist man mal eine Weile am Fliegen und dann fangen sie an Mist zu machen auf dem Rücksitz. Nee, voll lahm. Ja, eben, das ist... Ihr könntet denn, mal, wenn ich jetzt so mache? Ihr könntet mal zählen, wie viele rote Autos das ihr da unten seht. Nee, auch nicht. Und ich guck. Nee, die Steuerung kommt da nicht mehr klar. Wir haben's ja gleich. Zu schnell für dieses Spiel. Wir haben's ja gleich. 2 ja, Kilometer wir noch. Nur, wenn wir zu schnell sind. So. So, ja. Das ist voll die Waffe. Du in die Hand, zieh doch einfach mal hoch. Zu dir das Ding. Okay. Passiert da was? Oh, schade. Da ist Reload, ich spring. Ja. Sachen Gruß okay. Zu Hause. Ich lande jetzt mal. Ja, ich das will ja. Reload. Warum geht da denn nicht runter? Geh runter. Da wahrscheinlich die Autos und so, das ist Reload. Ja, die können wir dranhängen. Ja, hoffen wir's. Wenn das so geht. Vielleicht genau drüber und dann. Ja, klar, das probiere ich mal. Erstmal und. Nein, lande erstmal. Ja. Okay. Soll ich abspringen? Ist noch zu hoch. Nee, sind. Jetzt kann ich. Ja. Na, zufrieden mit Heisenberg Air? Oh, gut, hier ist Blut. Schnauze. Da redet einer. Ich höre schon Stimmen. Wasserflaschen. Ui. Uiuiui, war jetzt hier viele Sachen drin. Einfach am Mitnehmen alles hier. Ja. Filtration, ja. Oh ja. Das ist ja wie ein Paradies, Mensch. Geil, ne? Oh, Munition. Aber siehst du, deswegen ist auch so ein Heli halt schon geil. Du kommst halt sehr, sehr schnell von A nach B. Schneller als zum Beispiel, wenn jetzt da jemand zu Fuß oder mit dem Auto natürlich hierher will. Der hat 10-mal länger, logischerweise. Scheiße, jetzt habe ich einen zu kleinen Rucksack eigentlich. Geil, ich habe einen neuen Rucksack. Danke für die Muni, heißen mich. Nicht mich bestehlen hier. Ich habe gerade die Muni geklaut. Mir? Wie das denn? Ja, der Rucksack gehört mir da drin, ne? Ja, klar doch. Nein. Verbandszeug, okay. Also ausgerüstet wären wir jetzt wie die Großen. Eine Feldration. Boah, Blutkonserven sind auch noch drin. Ich packe mal ein bisschen was in den Heli. Die Blutkonserven habe ich da reingelegt. Das ist natürlich auch eine Idee, genau. Schmeiß das Zeug in den Hubschrauber. Das sind Waffen, die kann man gut verkaufen, bestimmt. Ja, ich habe keinen Platz mehr, das bringt nichts, wenn ich da weiter rummache. Ja, hier sind aber keine Waffen dabei, das ist nur leere Magazine. Und die Autos, die sind offen. Na, hoffentlich auch. Das ist sogar drin. Ich guck mal, ob man die einhängen kann.
Nachher haben wir keine Autos und kein Hubschrauber und kein Quaralor mehr. Wart's ab. Weil alles brennt. Ich kann fliegen. Schon? Gut. Ich nicht. Das habe ich mitbekommen irgendwie. Ach was, das war nur Pech. Ja, das kenne ich, das Pech. So, mal gucken, wie er das macht. Ja. Er fliegt jetzt aber nicht ohne mich weg. Nein. Tschüss. Nee, er guckt nur, ob er die Autos irgendwie an Haken kriegt, aber ob das halt bei dem Heli geht, ich wüsste jetzt auch nicht. Von der Grün. Es geht, guck mal. Wer schießt da? Ich. Aber jetzt kannst du nicht mehr landen. Also klar kannst du, musst aber das Auto wieder absetzen. Ah, nicht runterschmeißen, hallo? Ich will das andere Auto, deswegen. Na, lass uns bestimmt. Doch vielleicht erst wieder einsteigen. Warte, ich hock mich rein. Ja, Mann. Da wird's einem übel, das kann ich dir jetzt schon sagen. Heißenberg, ich komm, fahr mit. Mach ich doch, bin ja drin. Okay, mach. Da wird dir schlecht. Das ist nicht so einfach. Da wird dir schlecht, das kann ich jetzt schon sagen. Mir egal, Hauptsache ich das passiert. Jetzt müsst ihr uns nur noch einen Haken kriegen. Ja. Lift SUV. Heute. Hab ich euch? Nee. Ich hab euch nicht. Nicht direkt. Vielleicht geht es nicht, wenn wir drin hocken. Doch, doch. Das kann sein, steig mal aus. Doch, das geht. Ey, da läuft eine Kuh. Steig mal aus, vielleicht wo läuft erst, eine Kuh? Wenn ich euch dran hab. Soll ich die mal erschießen? Nein. Nein? Nein. Ich kuschel jetzt mit ihr. Hey, bleib doch mal im Auto. Nee, Kuh. Ich möchte jetzt hallo. Zur Kuh. Jetzt hab ich's, hallo. Hallo, Kuh. Steigt ein. Hallo. Ich halt sie auf. Halt sie auf. Hallo, ich hab das Ding am Haken. Ja, wir haben hier eine Kuh gefunden. Scheiß auf die Kuh. Winch mal die Kuh. Ups. Ich trink Milch. Das ist ein Sack, aber ich darf sie nicht erschießen. Was kann man jetzt damit machen? Leiche verstecken? Nee, das will ich nicht. Ach so, stimmt, das könnte man mitnehmen, ne? Aber ach, egal. Was willst du denn mit einer Kuh? Ja, jetzt können wir nicht mehr einsteigen. Doch. Doch? Ist ja geil. Ah, jetzt ist aber wieder weg. Ich kann's nicht, okay. Wenn ihr drin seid. Ach, schade. Das ist eigentlich ärgerlich. Wäre cool gewesen. Kommt ihr schon rein? Lande auf uns. Kommt ihr schon rein, Heli? Ja. Nein. So. Doch, geht. Okay. Ist ja krass, was die eins an Sprungkraft haben. Ja, das sieht scheiße aus, so will ich nicht fliegen, warte. Als würde der Heli, keine Ahnung, das Auto besteigen. Alles aber süß, guck mal, Koala sitzt auf dem Kindersitz. Ja? Ja, in der Mitte. Ach Mann, jetzt bin ich in der Mitte. So geil. Aber hier hat man einen besseren Blick, finde ich. Da sind die Scheiben nicht so kaputt in der Mitte, dann kann man besser durchgucken. Aha. Weißt du, was du jetzt machen könntest? Jetzt könntest du ja zum Trader Point und dann verkaufen wir das Auto und dann fliegen wir nochmal zurück, holen das andere Auto und verkaufen das auch noch. Das machen wir auch. Oder dann verkaufen wir den Hubschrauber, weil dann, oder je nachdem, wollen wir noch eine Folge mehr mit Hubschrauber? Ja. Es ist halt, Auto noch dran? Ist halt nicht unpraktisch, das Ding, muss mir man egal. Ja schon sagen. Oh. Haben wir das Auto noch dran? Ja, das nehme ich mal Nein. an. Nein. Nicht? Nein, ist weg. Das ist tatsächlich weg. Toll gemacht, Maralor. Ja, ich war ganz auf der Fahrt. Ich kann fliegen, ja, ich kann fliegen. Da sagt er nichts mehr. Da ist ein Staudamm. Nee, ist eine Brücke. Und eine Das ist jetzt explodiert. Ja. Oh, das qualmt ein bisschen. Ich glaube, das soll das jetzt vielleicht nicht hin. Wo, was qualmt denn? Au. Ja, aber grün. Das ist eine Markierungs... Na, sag schon, wie heißen die Teile? Na, ein Rauchsignal halt. Rauchfackel? Signalfackel? Ja. Signalfackel, sorry. Oh, wie ich den Autoschwebeflug hasse. Ja, dann mach ihn aus. Nö. Warum denn? Man kann, so nah über dem Boden mach ich den nicht du aus. Du kannst doch nicht landen so. Das ist voll leicht, damit zu landen. Hat man bei mir schon gemerkt, Koala-Bruch-Pilot und Koala-Bruch-Pilot. Varala, du musst mal X und C noch benutzen. Damit kannst du das Ding stabilisieren, genau. Stabilisier mal. Ob ich das Ding denn überhaupt abgeflogen, ey? Weil es nicht richtig angemacht war?
Weil es geflogen ist? Es war nicht an. Ja. Das war nicht sauber am Haken wahrscheinlich. Ja. 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 Komm her, scheiß SUV. Da liegt noch die tote Kuh, ich sehe sie. Geh doch mal weiter runter. Ja, du bist zu weit oben. Du musst im Prinzip genau über das Dach von dem Teil. Und das dann sind 20 Meter oder so. Der andere ging aber gerade eben auch. Ja und? Der ist anders gebaut, der andere. Der hat vielleicht seinen Einhaken woanders. Einhaken. Ja. Ein Einhaken. Sag's mal ganz schnell hintereinander. Und das dreimal. Nee, dann kommt. Jetzt hängt er. Am Einhaken. Ich beobachte das mal. Und jetzt halt nicht zu tief liegen, sonst hängt die Karre am Baum. Stimmt, das könnte es gewesen sein. Nee, der ist halt da gleich wieder gelandet, ne? Jetzt fliegt er absichtlich tief. Das sieht ja vielleicht Panne aus. Völlig steif, das Ganze. Ja, ich glaube... Baum! Nein! Nein, es ist ja... Er kann fliegen. Es ist so ein... Oh Gott. Er kann voll gut fliegen. Ja, kannst du... Ich kann da noch raussteigen. Hey. Wir haben doch Blattkids. Abspringen. Ich lebe noch. Nee, jetzt bin ich gestorben. Ich lebe noch. Alter, das Auto geht wieder nach oben. Es fliegt. Siehst du, ich wurde getötet und Varalor killed by himself oder was da stand. Es ist echt, kann man... Wisst ihr, was das Problem ist? Das Schöne ist am Teamspeak und Skype und so, dass man miteinander reden kann. Und die Leute können ja ganz weit auseinander sein. Das ist ganz schön. Was scheiße ist, dass man in so einem Moment dem Typen nicht einfach eine langen kann, weil er ja ganz weit weg ist. Also ich hätte gedacht, dass das nur mir passiert. Ja, die Bäume waren halt im Weg. Meine Herren. Also wisst ihr was, ich durfte jetzt kein einziges Mal fliegen. Ja, schlechter hättest du es auch nicht gemacht. Am Heli. Viel finde ich ein bisschen scheiße, Mann. Viel mehr als mit dem Auto in die Bäume reinfliegen hättest du auch nicht machen können. Ja, aber ich wäre mal geflogen. Ja, eben. Ich darf nie fliegen. Ja, jetzt, aber vielleicht ist ja eigentlich, wenn jetzt der Hubschrauber kaputt geht, müsste der eigentlich wieder an dem Platz da spawnen, normalerweise. Theoretisch, müssen wir halt hingehen. Ja, klar, ja, aber zu Fuß. Ist übelst weite Strecke. Da standen zwei offene Autos. Wir hätten besser die Autos irgendwie und dann hätten wir... Da hätten wir wenigstens Autos gehabt. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Unser nacktes, blödes Leben. Mann, Varalor, du scheiß Pilot. Ja. Du fliegst kein Deut besser. Okay. Hey, ich hätte das sicher nach Hause gefahren. Ja. Vor allem gefahren. Gefahren. Durch den Wald, durch, auf dem Feldweg. Wo bin ich denn? hallo, hier bin ich. Jetzt sehe ich es, jetzt wo ich keinen Hubschrauber mehr habe. Da fliegt ein Heli. Wo seid ihr denn? Ich bin bei... Jetzt bin ich zwischen Kamoska und... Komarovo oder irgend sowas. Beim Leuchtturm. Und ich laufe von selber. Ich bin bei Kamenka. Ah. Kamenka. Alter, nein. Hier ist Kamenka. Ich bin da, wo man ganz früher immer in DayZ Standalone gestartet ist. Ja, hinter Kamishovo, rechts von Kamishovo. Oh Gott. An der Ostküste. Töte dich. Das ist ganz woanders. Also ich bin beim Leuchtturm. Ja, ich laufe in die Richtung. Gut. Vielleicht finde ich ja ein Auto. Ich gehe mal zum Leuchtturm. Den haben wir auch noch nicht wirklich gesehen. Geil, die Schienen. Irgendwie ist es schade, dass hier keine Züge fahren, wenn es schon Schienen hat. Ja, wir sind in der... Ja, wir haben jetzt alles verloren, was wir hatten. Gut, dass das nochmal sagt. Ich habe schon fast vergessen. Dran, ey, Heisenberg, ja, Mann. Klar. Warum lässt du mich auch fliegen? Ja, das ist wohl wahr. Ich habe eine Knarre und lass ihn fliegen. Ich hätte unter Waffengewalt mit Waffengewalt verhindern können, dass er... Hier ist sogar offen. Wisst ihr, hättet ihr mich fliegen lassen, dann hättet ihr jetzt die ganze Schuld auf mir abwälzen können. Ich glaube, dann würden wir schon seit 3 Minuten länger wieder laufen. Hey. Nee? Ja, also in Arma 3 kann ich fliegen. Ich auch. Wir alle. Wer, kann nicht jeder von uns fliegen? Ja, offensichtlich nicht. Ich bin auch die ganze Zeit Drogen geflogen, also
Da hat's, was machst du denn da, Summer? Also, da hat's tatsächlich auf, du Radikaler. Auf dem blöden Leuchtturm hat es nicht mal irgendwas zu looten hier. Nur einen elektrischen Kasten, der nicht funktioniert. Hey, da hinten steht ein Heli. Okay, gehen wir eben wieder runter. Wenn der jetzt offen ist, oder ist das eine Windmühle? Das ist so, das hat sich Don Quixote auch schon gefragt. Ist das ein Heli oder ist das eine Windmühle? Das ist ein Heli. Beides. Das kommt ganz drauf an, wer fliegt. Manchmal ist es auch nur eine Windmühle. So wie vorhin. Ah, ja gut, wenn wir uns jetzt mal dann finden, ne, dann können wir eigentlich mal in der Zwischenzeit wieder einen Cut setzen. Ja. Ja, Moment, ja. Ich habe gerade Zombie hinter mir, ganz schlecht. Ja, das ist nicht mein Problem. Das ist ja, wer hat den Heli kaputt gemacht, weswegen laufen wir hier blöd rum, weswegen machen wir jetzt einen Cut? Du. Da braucht man sich nicht über einen einzelnen Zombie zu beschweren. Du. Ich, was sag ich? Du, was denn? Ja, ich bin nicht abgestürzt. Ich kann nur nicht Auto fahren, wenn ich einen Baum vorm Gesicht habe. Ja. Na gut, also hab ich gesagt, ich kann fliegen. Ja gut, habe ich. Also aber irgendwie indirekt, ja. Das war sogar ziemlich direkt. Das war eigentlich genau so, wie du es gerade gesagt hast. Hey. Das war eigentlich genau so, ich kann fliegen. Ich kann fliegen, Leute. Ey, ich bin nicht schlecht. Dann hat er uns zuerst noch geblendet, indem er dann doch halbwegs professionell das Fahrzeug an den Haken genommen hat. Da dachte man ja... Das hätte ich auch hinbekommen. Ja, eben, da dachte man noch, ja gut, also ein bisschen kann er's. Aber ja, dann fliegt er eine Minute Richtung Wald und Feierabend. Den ersten blöden Baum, den er sieht, den rammt er. Ja, aber guck dir mal Koala deine Abstürze an. Ja, die sind besser. Ja. Naja, Das ist aber auch ein scheiß Heli gewesen. Das ist ja, der scheiß Gyrocopter. Ja, und? Da steht ein Heli in der Luft. Wenn man stark nach rechts oder links lenkt, dann kommt man nicht mehr gerade. Ist egal, du stehst auf einer Stelle und stürzt ab, also. Hä? Ich sag nur. Koala, siehst du einen Helikopter in der Luft stehen? Blackhawk? Ich bin voll weit. Nein, ich bin ganz weit weg. Naja, gut, dann machen wir hier mal einen Cut, weil sonst. Oh Gott, scheiße, da kommen Zombies. Ja, Blackhawk. Ja, dann machen wir ganz schnell einen Cut. Ich kann jetzt keinen Cut machen, wenn ich von Zombies verfolgt werde. Doch. Auf einmal geht's nicht. Bei mir geht's nicht. Mach mal 10 Sekunden, ich muss die schnell. Vor allem, jetzt bin ich dann gleich in einem Dorf drin, dann werde ich von Zombies verfolgt. Dann können wir auch keinen Cut setzen. So, jetzt sind sie tot, jetzt können dann wir den Cut halt machen. 3 Stunden Folge. Ich habe etwa 5 Magazine durchgelassen für 2 Zombies. Egal. Gut, wir machen jetzt hier den Cut, den wir seit 5 Minuten versprochen haben. Nein, 2. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Hallo Leute, da sind wir wieder bei DC Overpoch. Und zwar irgendwie ein bisschen außerplanmäßig, denn wir suchen uns gerade noch. Ich habe noch nicht gestartet, ne? Nee, ich nehme ja nur ganz kurz hier auf, weil ich möchte was zeigen. Guckt euch mal diese Base an, das ist ja unglaublich. Hier Panzerfahrzeuge, da hinten normale Fahrzeuge, alles voll Hubschrauber da hinten, da. Ach, dann weiß ich, wo er ist. Und ja, und hier, das ist, keine Ahnung, 4-5 Stockwerke hoch und obendrauf nochmal Hubschrauber. Und jetzt, ja, das ist natürlich alles abgeschlossen, ich würde das auch nicht wirklich klauen wollen, aber ich wollte das jetzt einfach mal schnell zeigen, weil das ist ja doch eine gewisse Leistung. Also erstens sieht es geil aus und zweitens denke ich mir mal, da steckt dann doch noch ein bisschen Arbeit dahinter. Geiles Ding. Jo. Eben, das war es eigentlich schon. Ich steige jetzt hier wieder raus und dann steigen wir wieder ein, wenn wir uns wieder gefunden haben. Bis dann. Ja, Entschuldigung, dass ich reingesprochen habe. Aber das darf er doch. Er darf das. Ja, er darf doch, er schon.